Gestern ging es ja um die profitabelsten Schauspieler 2016 und heute geht es um die überbezahltesten Schauspieler. Ich sage überbezahlt mit Anführungszeichen, weil das nicht immer bedeutet, dass die Filme, die sie machen, schlecht waren, nicht gut liefen oder sie eigentlich zu viel Geld für das bekämen, für das, was sie getan haben. Manchmal ist es auch so, dass sie einfach verdammt viel Geld bekommen und dann selbst noch ein erfolgreicher Film bedeutet, dass sie durchschnittlich pro Gagendollar, den sie bekommen haben, gar nicht so viel erwirtschaften. Wieder die Liste nach dem Forbes Magazine, die das jedes Jahr veröffentlicht und dabei werden bei jedem Schauspieler die letzten drei Filme genommen, die vor Juni 2016 rausgekommen sind, weil es ja einige Monate dauert, bis man ein globales Boxoffice ermittelt hat von dem Film, den dieser Schauspieler, in dem er mitspielt, der jetzt ja veröffentlicht wurde. Dabei ausgenommen sind Animationsfilme, Filme, in denen der besagte Schauspieler nur recht kleine Auftritte hat oder Filme, die auf weniger als 2000 Kinoleinwänden gezeigt worden sind. Und das so ein bisschen die Zusammenfassung und aus den jeweiligen Gagen, die der Schauspieler bekommen hat und dann verrechnet mit den Einspielergebnissen der Filme minus die Produktionskosten ergibt sich ein Wert, wie viel Dollar hat ein Schauspieler eingespielt pro Gagendollar. Und hier habe ich die Top 10 der dadurch entstehenden Anführungszeichen überbezahltesten Schauspieler. Mal ein kleiner Abstecher in die Filmwelt, der vielleicht hoffentlich für den einen oder anderen von euch interessant ist. Und dann fangen wir an. Auf Platz 10 hätten wir Bradley Cooper, ein verdammt guter Schauspieler, immer cool anzusehen und einer, der sich super schnell nach vorne entwickelt hat seit den Hangover-Filmen. Einer, der auch sehr leidenschaftlich ist, wenn man sich ein bisschen mehr in Interviews mit ihm beschäftigt, was er sozusagen hat. Joy, unter anderem mit Jennifer Lawrence, lief nicht so gut an den Kinokassen, wo er dabei war. Auch Aloha mit Emma Stone an seiner Seite lief nicht so gut. Für ihn bedeutet das, dass man pro Dollar, den Bradley Cooper bekommen hat, 12,1 Dollar zurückbekommen hat auf Studioseite. Dafür Platz 10. Auf Platz 9 Julia Roberts. In den letzten Jahren immer wieder mehr im Kino zu sehen. In Filmen wie Vor ihren Augen. Nicht so gut lief beispielsweise Mother's Day oder auch Money Monster. Und dafür hat sie dann 10,80 Dollar eingebracht pro Dollar, den sie gekostet hat. Dafür Platz 9. Auf Platz 8, man mag es kaum glauben, Leonardo DiCaprio. Filme wie Wolf of Wall Street von Martin Scorsese oder The Revenant, die laufen richtig gut. Ein Oscar hat er bekommen, viel Aufmerksamkeit erregt er immer. Filme mit ihm sind großartig und ich persönlich finde, er ist einer der besten Schauspieler aller Zeit. Nicht umsonst habe ich auch mal dieses Gemälde hinten hier mit ihm aus Wolf of Wall Street hängen. Da fragen übrigens immer viele, wo man das kaufen kann. Auf Amazon, wenn es interessiert, habe ich es mir gekauft, aber geht es bestimmt doch irgendwo anders. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Leonardo DiCaprio hat 9,90 Dollar pro Dollar gebracht, den er gekostet hat. Und dafür ein Beispiel, weil er wahrscheinlich sehr, sehr viel verdient, drückt das natürlich diesen Wert. Deswegen auch nur überbezahlt, in Anführungszeichen, bei manchen Schauspielern hier. Auf Platz 7 dann Mark Wahlberg. Da ist selbst The Gambler noch im Ranking drin, weil er gar nicht so viel gemacht hat in letzter Zeit aus dem Jahr 2014. Der lief nicht gut, dafür lief Daddy's Home ganz okay. 9,2 Dollar gab es pro Dollar wieder, den Mark Wahlberg gekostet hat. Auf Platz 6 Adam Sandler, der anscheinend einen Riesendeal mit Netflix abgeschlossen haben muss. Denn wir wissen ja, in letzter Zeit kommen Adam Sandler Filme irgendwie immer exklusiv für Netflix raus und produziert. Aber vorher gab es beispielsweise Kindsköpfe 2 oder Pixels, die nicht unbedingt gut an den Kinokassen weltweit gelaufen sind. 7,60 Dollar bringt Adam Sandler ein pro gekosteten Dollar. Auf Platz 5 George Clooney, Hail Caesar, der Berlinale Eröffnungsfilm von der letzten Berlinale in Kombination mit den Coen-Brüdern, einem großartigen Cast, kam bei Kritikern weltweit richtig gut weg. Ein besonderer Film, ein auch Stück weit skurriler Film, der aber jetzt nicht unbedingt so viel für Einspielergebnisse weltweit gesorgt hat. Ebenfalls Money Monster lief nicht wirklich gut und Tomorrowland war dann noch ganz okay. Insgesamt kommt George Clooney auf 6,70 Dollar pro Dollar, den er gekostet hat. Auf Platz 4 Will Ferrell. Der hat immer einen sehr speziellen Humor. Ich mag seine Filme, aber ich kann verstehen, wenn man die nicht mögen muss. Ein Film mit ihm, der einfach nicht gut lief weltweit, war zuletzt Zoolander 2. 6,5 Dollar gibt es pro Dollar, den Will Ferrell kostet. Ein topbezahlter Schauspieler, der in Übersee unglaublich beliebt ist. Hierzulande immer noch ein Nischendasein fristet. Auf Platz 3 Channing Tatum. Tja, Jupiter Ascending lief überhaupt nicht gut. Hat auch im Verhältnis zu seiner Gage diesen Wert wahrscheinlich enorm gedrückt, auch wenn dann ein Film wie Magic Mike XXL, der über 100 Millionen US-Dollar eingespielt hat, bei recht geringeren Produktionskosten von, glaube ich, unter 15 Millionen US-Dollar, schaffte es noch auf 6 Dollar Einkommen oder beziehungsweise Einspielwert pro Dollar, den er an Gage einnimmt. Auf Platz 2 dann Will Smith, der bekannt ist für hohe Gagen. Es immer wieder Diskussionen gab, dass er bei bestimmten Filmen angeblich nicht dabei sei, wie Independence Day 2, aufgrund zu hoher Gagenforderungen, ist er aber auch immer wieder
einer, der eigentlich in sehr guten Filmen mitspielt. Erschütternde Wahrheit war so einer, der in den Kinokassen weltweit nicht wirklich gut lief. Ich mochte den aber sehr, genauso wie ich Focus eigentlich ganz interessant fand, mit Margot Robbie unter anderem an seiner Seite. $5 bringt Will Smith ein pro Gagendollar, den er kostet. Und auf Platz 1 zum zweiten Jahr in Folge Johnny Depp, der unter anderem mit Alice im Wunderland 2 leider einen Film geliefert hat, der, glaube ich, 170 Millionen gekostet hat, nur gut 300 weltweit eingespielt hat, Millionen Dollar, was, wenn man den Share des Kinos rausrechnet, plus Marketingkosten, wirklich fatal ist für einen so großen Film, dessen erster Teil über 1 Milliarde US-Dollar weltweit eingespielt hat. Ist es einfach so, dass bei Johnny Depp da einige Filme zusammenkamen in den letzten Jahren, die weltweit einfach überhaupt nicht funktioniert haben. Bei ihm bedeutet das 2,80 Dollar pro Dollar, den er kostet an Gage. Und das ist schon ein sehr schwieriger Wert. Und damit sind wir am Ende dieses Rankings der überbezahltesten, Anführungszeichen, Schauspieler 2016. Und vielleicht ein kurzer Abstecher in diese Richtung. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Und dann danke ich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.